Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt und unschwer erkennen könnt, wir spielen heute mal wieder in VR, denn ich möchte mir gerne mal Creed Rise to Glory anschauen, ein Boxspiel, das ich seinerzeit auch schon auf der PlayStation VR 1 gespielt habe. Seit heute, seit dem 4.4.2023 ist dieses Spiel auch auf der PlayStation VR 2 verfügbar, in einer sogenannten Championship, glaube ich, Edition. Ja, ich bin schon mal gespannt, wie spielt sich das Ganze natürlich zum einen mit dem neuen Headset, wie sieht das Ganze grafisch aus, gibt es haptisches Feedback, wie ist das Ganze implementiert, wie ist das Ganze tracking-technisch, da kann ich schon mal sagen, auf der PlayStation VR 1 konnte man relativ gut spielen, hatte aber doch schon immer mal Tracking-Aussetzer. Auch da bin ich eben gespannt, wie sich das Ganze hier gestaltet und würde sagen, gehen wir es an, starten einfach mal die Karriere. So, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir nehmen mal den Aufstieg zum Ruhm. Ich hoffe, dass ich nicht allzu doll pumpen muss hier. Hatte schon auf der PlayStation VR 1 tatsächlich immer ganz schön zu tun, wenn man hier sich ein kleines bisschen auf dieses Boxspiel einlässt. Wir nehmen natürlich Profi, ne? Achso. Gut. So. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ja, vor allem grafisch bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. So, hier sind wir erstmal in einer Art Tutorial, würde ich mal sagen. Okay, so eine Art Snap-Turn aktuell wohl eingestellt. Das ist soweit so normal gehen. Okay, man kann das Ganze natürlich auch mit dem linken Stick machen, die Bewegung, das könnt ihr ja sehen, oder ganz klassisch eben mit Viereck und X und dann einfach, ja, die Hände bewegen. Ja, alles klar. So, nun gehen wir mal zum Boxsack hin. Also bewegungstechnisch, wie gesagt, bin jetzt keiner, der sehr viel VR spielt, aber scheint erstmal alles so zu gehen. Das sieht erstmal alles hier ganz gut aus. Härter zuschlagen, um mehr Schaden auszuteilen, logischerweise. Ja, ja, wir wollen noch härter zuschlagen. Das war schon mal gut. Gut. Was geht, man? I was thinking maybe I'd come down to the gym. Maybe you could show me some moves. Ja, ich befürchte, dass ich natürlich im ersten Kampf dann ordentlich außer Puste sein werde. Just help me out here. You serious? I can send someone by your place. Just don't let your moms catch you. Schwafeln nehme ich ja wieder voll. Später. Ah, alles klar. Hier ist der Trainer, ne? Before you step into the ring, we're gonna make sure you got what it takes. Alles klar. Ich komme mal ran hier. Na, dann wollen wir mal das Training beginnen. Alles klar. Mit den Handschuhen verteidigen. Schlägen ausweichen, um Slow-Mo auszulösen. Alles klar. Alles klar. So, okay. Die Trainingsgeschichten sind jetzt nicht so sonderlich dramatisch, glaube ich. Okay. Wir müssen natürlich erstmal fit werden hier für den ersten Kampf. Gut. Ja, wahrscheinlich bin ich vom ersten Kampf schon fix und fertig. Okay. Drei Sterne ist es nicht der Burner. Alter, ruhig bleiben, einer.
Feucht werden bei Erschöpfung langsamer und schwächer. Konzentriere dich auf die Verteidigung. Schläge verbrauchen Ausdauer, das ist klar. Hände stillhalten, um Ausdauer wiederherzustellen. Alles klar. Ja, ist auch schon K.O., ja, ne? Feierst du dich so hier? Kampf beginnen. Na dann. Ja, den ersten Kampf werden wir erstmal ganz gechillt hier angehen. Ja, sieht relativ klein aus. Also grafisch, ja, sieht das Ganze wirklich ganz schick aus hier. Auf der PlayStation VR 2. So. Grüß dich. You heard my instructions in the dressing room. Touch gloves and get ready to fight. Ja, zeig mal, was du kannst, Junge. Okay, Deckung. Hey, let them hit me. Mal ein bisschen zurückgehen hier. So, mein Freund. Schön geblockt, die Schläge. So, den schicken wir erstmal runter auf die Bretter hier. Ruhig. Ah, das hat weh, boah. Schön aus der Deckung raus. Okay, erste Runde hat er gepackt. Okay. Also wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber der hat doch gesoffen hier, oder? Dann ist es tatsächlich so, dass man da ganz schön außer Puste kommt, schon in der ersten Runde. Und schon feuerrote Augen, Mann. Jetzt kriegt er eine. Ach, hau doch ab. Ich glaube, der kommt nicht nochmal hoch. Alter, den Stern den Schwan gemacht hier. Junge, Junge. Ja, Freunde, schaut euch an hier. Ja, erster Kampf. Erfolgreich bestritten. Junge, Junge, ich bin außer Form, merke ich gerade. So, hast du Gegner oder nur Opfer hier? Mann. Ja, also wie gesagt, grafisch sieht das wirklich richtig gut aus. Schon der alte Teil sah ja grafisch jetzt nicht so schlecht aus. Tracking-technisch hätte ich jetzt auch erstmal aktuell nichts zu bemängeln, nicht wahr? Das hat im ersten Kampf eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, man muss also die Hände in die Handschuhe bringen. Nicht gecheckt. Oh. Schneller werden. Ausweichen. Ja, ich hoffe natürlich auch, wenn ich euch das Video dann hochlade. Ich glaube, es wird nur in Full HD aufgelöst. Ich hoffe trotzdem, dass das einigermaßen schick aussieht.
Oh. Oh. Gottes Willen. 2 Sterne nur. Ja, genau. Komm, rein in den nächsten Fight hier. Einen zweiten Kampf schauen wir uns auf jeden Fall mal noch an für die erste Folge und gehen nach Tijuana. Ja, also wenn ihr natürlich entsprechend mehr auch noch zu Creed sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich natürlich auch gerne noch ein paar Folgen für euch fertig machen. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass das Spiel natürlich für Leute, die sich etwas fit halten wollen, durchaus gut sein könnte. Kostet aktuell oder gab es im Angebot für, meine ich, 35 Euro, wenn man ein PlayStation-Abonnement hat. Ansonsten glaube ich 40. Alter, wie siehst du aus, Junge? Meiner, du musst ja mal zum Friseur, Junge. So. Spaß beiseite, ernst kommt die Treppe hoch, jetzt geht's los hier. Komm, gib Pfötchen. Ah, zeig mal, was du kannst, Mann. Alter, dem werde ich mal die Glocke richten hier, du. Ah, Kollege. Oh, okay. Na? Was tatsächlich ganz cool gemacht ist, dass man bei den Boxern sieht, wenn sie Schaden im Gesicht haben. Tracking, Begrenzung, zack, Junge. Uiuiui. Jetzt gibt's erstmal ein paar an dem Banst hier, so. Ja, ist gar nicht so schlecht hier. Ja. Ja, hat sich Training doch gelohnt, ne? Scheiß doch die 2 Sterne, Mann. Komm, wegwischen. Kampfzeit 1,5 Minuten. Ja, gefühlt waren es 10 Runden, 12 Runden, also nicht übel. Was ist los? Keiner feiert mich hier. Weicheier. Ja, 2. Kampf. Erfolgreich bestritten. Und würde vielleicht sagen, ja, dass wir es dann auch bei dir Folge mit den 2 Kämpfen erstmal belassen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr tatsächlich auch den ersten Teil damals schon gespielt habt, ob ihr vielleicht auch vorhabt, euch hier diesen Teil zu holen für die PlayStation VR 2. Wie gesagt, ihr könnt sehen, also grafisch ist das wirklich sehr, sehr schön hier. Diese Stage hier, diesen Ring kannte ich tatsächlich im alten Spiel noch nicht. Den gab es auch, glaube ich, nicht. Das ist dann doch etwas neu. Ja, also wie gesagt, was kann man abschließend nochmal sagen? Das, was ich auch schon zum Anfang gesagt habe, Grafik tipptopp, gibt es nichts zu bemängeln. Auch tracking technisch hatte ich jetzt hier keine krassen Aussetzer irgendwie, so dass ich jetzt gedacht hätte, ich habe jetzt einen Schlag rausgehauen und nicht ins Ziel gebracht, weil das Tracking nicht mitgespielt hätte oder irgendwas in der Art. Das funktioniert wirklich gut, auch das Laufen hier mit Stick, ja, geht butterweich. Wie gesagt, ich bin jetzt einer, der nicht sehr viel VR spielt. Mir ist jetzt nach dem 2. Kampf, nach den ganzen Bewegungen, noch immer nicht übel, kann ja im Ring rumlaufen, ohne dass mir das hier irgendwie Probleme bereitet. Ja, naja. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Lieben, dann wisst ihr, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Daumen nach oben dafür drückt.
Lasst vielleicht gerne mal ein Abo da für meinen Kanal. Ich habe ja gesagt, dass ich auch jetzt, nachdem ich meine PlayStation VR 2 besitze, etwas mehr VR-Gameplay zeigen möchte. Das heißt, weg von den Flat-Games immer mal. Ja, aktuell zeige ich ja relativ viel Wolzen. Jetzt gibt es eben mal ein bisschen VR für euch. Ja, und freue mich natürlich, wenn ihr reinschaut, auch in die nächsten Folgen. Sage jetzt erstmal ciao, ciao, ihr Lieben. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut.